Hallo und herzlich willkommen zu einem... Ich bin in den DM spaziert und mit ein paar Sachen wieder heraus und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Das erste mega spektakuläre Teil, was ich gekauft habe, ist diese Zahnbürste von Dr. Best in Blau. Ich habe noch eine rote gekauft, aber die ist schon in Benutzung. Ja, putzt sich gut damit. Als zweites habe ich Haarspray gebraucht und zwar kaufe ich da einmal das von Syoss, das Volume Lift Volumen Haarspray mit extra starkem Halt. Also ich finde das super, das hält lange, das lässt sich gut wieder ausbürsten, da ist viel drin, das kostet nicht viel. Das gibt auf jeden Fall guten Halt, aber auch eher weniger. Man kann es also so ein bisschen aufbauen. Ja, man kann damit auf jeden Fall auch Volumen in die Haare basteln. Was will man mehr? Als nächstes habe ich von L'Oreal das L'Vital Total Repair Extreme rekonstruierendes Shampoo, sehr geschädigtes, ausgetrocknetes Haar nachgekauft. Ich hatte das vorher schon mal. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie meine Haare mega weich macht oder mega pflegt oder so. Aber ich hatte vorher ein paar Probleme mit einem anderen Shampoo und zwar von Dove. Das habe ich aber auch schon echt lange benutzt. Also ich habe lange Dove benutzt und irgendwann kam ich damit irgendwie nicht mehr zurecht, weil nach dem Waschen hatte ich immer so das Gefühl, da ist noch was vom Shampoo drin. So, kennt ihr dieses klebrige Gefühl in den Haaren? Richtig eklig. Und dann habe ich einfach was anderes ausprobieren wollen und dann bin ich halt auf das hier gestoßen. Ja, und ich komme damit auf jeden Fall besser klar. Das hat nicht mehr diese Rückstände im Haar und ja, finde ich gut. Ich habe davon auch die Spülung und mit der komme ich auch gut zurecht. Als nächstes habe ich mir von Kneipp diese Schaumdusche hier gekauft. Und zwar ist die mit Orangenblüten und Jojobaöl. Und wie der Name schon sagt, ist das eben schaumig. Das heißt, man macht sich so ein kleines Häufchen auf die Hand und kann sich damit dann den kompletten Körper einreiben. Was ich super finde, weil man dann nicht immer wieder neu aus der Tube nehmen muss für jedes einzelne Körperteil. Und ich finde auch, dass es eine gute Alternative ist zu den Schaumduschen von Rituals, die wirklich super geil sind. Aber die sind halt ein bisschen teurer und da finde ich, ist das eine gute Alternative. Als nächstes habe ich dieses Deo von 8x4 gekauft, das Modern Charm. Das ist ohne Aluminium und man hat ja gehört, dass das nicht so gut sein soll. Und ich habe auch schon ein anderes von 8x4 und ich finde das sehr gut. Ich finde, das hält lange, das riecht gut. Das riecht irgendwie eher schwer und ein bisschen nach Parfüm und nach Rose, aber irgendwie gefällt es mir gut. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Als nächstes habe ich mir von Sakrotan diesen Samtschaum-Handwaschschaum geholt. Ich habe, glaube ich, im Video von Chrissy, also vom Kanal Hello Chrissy, mal gesehen, dass sie den empfohlen hat. Und deswegen dachte ich, probiere ich den mal aus, weil ich stehe auf alles, was schaumig ist. Hat man ja auch an meinem Duschgel schon gemerkt. Ich finde, das ist einfach cooler beim Händewaschen. Und der soll auch noch 99,9% der Bakterien entfernen und gut riechen. Also, was will man mehr? Als nächstes habe ich von Babylips hier diesen Peach Kiss eingepackt. Den habe ich vorher schon benutzt, der ist jetzt aber fast leer. Deswegen habe ich ihn nachgekauft. Und ich habe von diesen Babylips Dingern auch noch zwei andere. Einmal so einen roten, den trage ich gerade. Und einen pinken und ich finde die super, weil die pflegen und die geben Farbe ab und ich liebe es. Das nächste Produkt, was ich nachgekauft habe, ist diese Mascara von L'Oréal Paris, die Mega Volume Collagen 24 Stunden Waterproof Mascara. Ich habe die letztes Jahr im Sommer, im Juli glaube ich, für den Urlaub gekauft und die hat bis jetzt gehalten, also über ein halbes Jahr. Mega krass finde ich das und ich habe die wirklich fast jeden Tag benutzt. Ich benutze die nicht alleine, ich benutze die noch mit einer anderen Mascara von Catrice zusammen, die kommt immer unten drunter und die von Catrice dann oben drauf und ich bin echt zufrieden. Tippitoppi! Als nächstes habe ich mir diese beiden Schätzchen hier gekauft und zwar sind das aus der P2 Leather Matte Reihe zwei Nagellacke. Einmal ist das die Farbe 40 Dresscode Trendy, das ist so ein schönes dunkles Lila, so ein Beerenton und das andere ist die 020 Rock Steady, das ist so ein Pink-Rot. Peach, irgendwas in dem Dreh. Ich hatte mir vorher schon mal eine aus dieser Reihe geholt und zwar diese Farbe hier. Die 010 Rule Breaker, das ist so ein helles Flieder. Und ich war voll begeistert von denen, deswegen habe ich mir eben nochmal die zwei anderen hier gekauft. Ne? Die halten lange auf den Nägeln, die sind matt und ich fand die Farben sehr schön. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass diese Nagellacke nicht glatt sind auf den Nägeln, sondern eher so eine Textur haben wie diese Sandnagellacke. Das heißt, die sind so ein bisschen rauer auf den Nägeln.
Und das letzte kosmetische Produkt, was ich ergattert habe, ist dieser Augenbrauenstift von Catrice in der Farbe 020 Date with Ashton. Den habe ich auch nachgekauft, weil ich sehr zufrieden damit bin. Die Farbe ist super, die ist nicht zu dunkel, weil ich mag es zwar, meine Augenbrauen zu betonen, aber nicht zu dunkel zu haben. Und der hält lange, der ist so ein bisschen klebriger, sodass man eigentlich gar kein Augenbrauengel mehr benötigt. Deswegen finde ich den super, der hat hier noch so ein Bürstchen. Und ja, bin ich echt zufrieden mit. Dann habe ich noch ein bisschen in dem Alnatura Regal herumgestöbert und bin auf die hier gestoßen. Das sind Joghurt-Reiswaffeln. Da sind 6 Stück drin und die haben eben so einen Joghurtüberzug. Und ich dachte, ich probiere die einfach mal, weil ich finde, man muss einfach irgendwie immer was zum Snacken zu Hause haben. Weil immer Brot schmieren oder Müsli essen, finde ich irgendwie blöd. Aus dem Grund habe ich mir dann noch 3 Riegel geholt. Ich liebe Riegel. Der eine ist von Alnatura, ist so ein Molke-Vanille-Teil. Die beiden anderen sind von Das Gesunde Plus, also von der DM-Marke. Das sind auch so Molke-Riegel. Der eine ist mit Heidelbeer-Geschmack und der andere mit Toffee-Geschmack. Ja, jetzt ist der kleine, aber feine Haul auch schon vorbei. Und falls euch jetzt ein paar Sachen angefixt haben, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!